Benjamin und Robert, herzlich willkommen zu dem Schiri-Schätzduell. Die Regeln kennt ihr, wir starten mit der ersten Frage. Was ist die Höchstzahl an gelben Karten, die von nur einem Bundesliga-Schiedsrichter während seiner gesamten Karriere vergeben wurden? Oh. 1800, gar nicht schlecht. Es sind 1333 von Wolfgang Stark. Das heißt, den hätte ich auch genommen. Benjamin mit dem 1:0 gegen Robert. Frage Nummer 2. Wie viele Mannschaften waren in der letzten Saison über alle Ligen hinweg unter dem Dach des DFB angemeldet? Tatsächlich viel mehr, es sind 127.000. Robert also mit dem wohlverdienten Ausgleich hier. 127.000. Wie jung war der jüngste Spieler, der jemals in der Bundesliga sein Debüt feierte? Also ich habe Jahre, Monate, Tage. Ich habe nur Jahre. Es sind tatsächlich 16 Jahre und ein Tag. Das heißt, das ist der Treffer für Benjamin. Ah. 2:1. Super Moko. Aber es ist schon immer knapp. Wie viele NutzerInnen hat die Website dasörtliche.de im Jahresdurchschnitt in Millionen? Das sind mal zwei Antworten, die weit auseinander liegen. Hier haben wir 12,3 Millionen und 100. Es sind tatsächlich 26,8 Millionen. Okay. 3:1 für Benjamin. Keine Ahnung. Ah, ich mache den Anschluss noch. Wie viele Fans wissen wirklich, wo euer Auto steht? Fünf und zehn. Sagen wir mal, vermutlich sind sieben. Vielleicht sind es null, man weiß es nicht genau. Aber dann machen wir den Anschlusstreffer hier für Robert. Benjamin gewinnt das Ding aber mit 3:2. Glückwunsch. Danke. Großer Sport.